Ich muss mal eben eine Mail lostreten, denn die Leute greifen mir hier ab und zu mal ein bisschen zu spät in den Clankrieg an, gerade wenn sie ganz unten sind, optimalerweise, wenn Clankriege beginnen, so wie dieser hier. Und du hast unten Noratos 12er oder sogar Noratos 13er und siehst auf der anderen Seite, Mensch, hier ist unten ja mal ein 9er, ein 8er und ein 11er und ein kleiner 13er. Wir gucken mal rein, wie klein der ist. Dann kannst du natürlich auch von unten nach oben anfangen und da muss der Letzte hier nicht so lange warten, bis hier alles vorbei ist. Deswegen schreibe ich eben mal eine Mail. Und zwar bitte unten fix dicht machen, damit wir oben planen können. Ansonsten mache ich das unten einfach dicht und dann müssen die anderen halt höher angreifen. Mir ist es dann egal, aber wenn es mir dann irgendwann zu lange dauert wie heute, heute hat es mir eigentlich auch wieder zu lange gedauert, aber ihr seht, wir haben auch verloren. Wie viel Glück oder Pech kann man eigentlich haben, wenn man Clankriege gewinnt oder verliert? Man kann sehr viel Pech haben. Oder man kann sehr, sehr viel Glück haben. Und ich habe mich noch nicht mal darüber geärgert, muss ich sagen, über mein Glück. Sondern ich habe es so hingenommen. Aber die Events hier, muss ich sagen, gerade von den unteren, waren halt ultra spät. Und ich war schon ganz, ganz nah dran zu sagen, okay, mache ich hier aber 1,58 und 2 Minuten, 2 Stunden, 2 Minuten. Das ist mir einfach ein bisschen eng für den Letzten, der hier mitkämpft. Die können ruhig ein Stündchen eher angreifen, würde ich sagen. Weil die Bases gibt es auch schon einen Tag vorher. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich über meine beiden nicht geärgert. Und wie kann man sich ärgern? Ihr seht das hier, ihr habt das auch schon im Bild gesehen. 2x99 und ich habe mich nicht drüber geärgert. Ja, ich habe mich nicht drüber geärgert, dass ich 2x99 gemacht habe. Denn ich habe das gegen einen 16er gemacht hier, wieder mit dem 15er. Habe auch gar nicht auf die Bases geguckt. Jetzt sehe ich sie zum zweiten Mal, weil ich gesagt habe, ich wusste gar nicht, ob der jetzt alle Kanonen schon auch auf den Ausbaustufen hier hat. Hatte aber, hat auch nochmal, okay, meine Blimp war außerirdisch schlecht, muss ich sagen. Die sollte eigentlich hier bis auf den Adler landen. Die war wirklich doof, weil ich habe die 5 Ballons nicht mitgespielt. Hätte ich die 5 Ballons mitgespielt, aber immerhin habe ich den Adler bekommen und auch den Monolithen hier unten, was ja auch schon mal eine nette, ich will mal so sagen, eine nette Miete ist gegen so eine Base. Aber nichtsdestotrotz, mit den 5 Ballons wäre ich wahrscheinlich auf den Adler gelandet und hätte noch das Rathaus mitbekommen, hätte die Scattershot vielleicht sogar noch mitbekommen und den Helden hier und vielleicht noch den Inferno. Weiß er halt nicht, ne? Hätte Fahrradschlauch. Aber dennoch muss ich sagen, gehen diese Angriffsstrategien sehr, sehr gut. Ihr seht, 3 Rootrider, eine E-Titanin, ein Apprentice, also ein Warden-Lehrling mit dabei und ein bisschen rumgefunnelt, dann gehen die hier schon ganz gut in die Base rein. Ich muss jetzt natürlich das Rathaus so holen. Ist natürlich nochmal eine zusätzliche Defense, die du damit machen musst. Aber solange in dieser Strategie die Rootrider überleben, gehen auch deine vermeintlichen Halbheiler mit durch, also die Druiden, die ich im Moment sehr, sehr stark spiele. Und auch ich habe festgestellt, wenn man die ab und zu mal spielt, die Druiden, dann kann es schon mal ein bisschen durchlecken. Habe ich jetzt auch gemerkt, ist aber nicht nur bei den Druiden so, sondern auch manchmal bei anderen Truppen. Wenn der Airserver hier sowieso mal so ein bisschen zickt in den Livestreams, dann ist das dem Airserver geschuldet, weil meine Systeme laufen eigentlich top hier und die Internetverbindung ist super. Ich habe jetzt eine Auslastung CPU 19%, ein bisschen mehr auf den Grafikadapter, also daran kann es absolut nicht liegen. Sondern ich glaube, es ist eher der, ich nenne sie immer so, unschön oder unsauberen Software geschadet oder geschuldet, dass das nicht so doll durchgeht. Hier unten habe ich ein bisschen Glück, muss ich sagen. Denn 2 Helden auf den King, das ist schon fast Luxus. Das ist fast Luxus. Und bis zu diesem Zeitraum habe ich auch immer gesagt, ich habe die ganze Zeit gesagt, Leute, ich bin froh, wenn ich hier 2 Sterne hole. Und dann hat jemand geschrieben, du bist froh, wenn du 2 Sterne holst, hoffst aber, dass es 3 Sterne werden. Ja, irgendwann habe ich natürlich echt gehofft, es könnten ja noch 3 Sterne werden. Ja, der Bär tankt hier echt gut mit. Ich habe noch 3 Hawks dabei und nur noch 2 Defenses und habe jetzt gleich sogar noch die Hawks im Cleanup mit dabei. Und da hoffst du natürlich, dass das gut durchgeht. Hier habe ich einen Magier und einen Bogenschützen, allerdings auch noch das dicke Lager da. Das dauert ja auch ein bisschen. Aber wir müssen letztendlich bis hier hinten hinkommen. Und da wurde es dann halt schon wieder ein bisschen schwieriger. Es hat mich wieder mal ein bisschen... Also zu dem Zeitpunkt hat es mich noch nicht geärgert. Ich habe das noch belächelt. Ich habe das noch belächelt zu dem Zeitpunkt. So nach dem Motto, ja, okay. Hast halt 99% auf den 16er gemacht mit deinem 15er. Schicksal. Ist halt so, aber immerhin funktioniert es noch ganz gut. 15 auf 16 mit Hit-Ups geht nach wie vor echt klasse und es fehlt nur die olle eine Hütte da. Aber da denkst du am Anfang nicht dran.
Und habe dann auch hier auf den zweiten genau das gleiche gemacht. Ja, okay, wir haben jetzt eben noch eine andere Attacke, glaube ich. Ne, haben wir noch gar keine andere Attacke gesehen. Ne? Waren jetzt nur von mir Dussel. Ne? Und auch hier habe ich mich nicht mal drüber geärgert, dass es zwei Sterne wurden. Aber guckt euch den auch gerne an. Ich komme von hier hinten mit meiner Blimp hier ruhig Richtung Rathaus rein. Ich wusste auch gar nicht, liegen da Fallen oder nicht. Manchmal juckt mich das auch gar nicht. Weil wenn ich auf einer Defense lande, es sei denn, es ist nicht gerade ein Bombenturm, dann sollte schon alles ganz gut gehen. Hab aber jetzt auch nicht mehr so viele Truppen. Da lagen natürlich viele Bomben rum, klar. Hab den ein oder anderen oder die ein oder andere Bogenschützin natürlich verloren. Wollte jetzt das Rathaus auch nicht weiter unsichtbar machen. Das hast du ja auch manchmal. Und klar, die Klamburg, die kriegen immer so ein bisschen Beschuss hier. Also mitzählen hilft manchmal. Also zumindest bis 4 oder 4,75 oder 4,5 oder so. Wie lange der halt hält, 4,5 ist, glaube ich. Kannst du eh nicht zählen. Deswegen lieber ein bisschen eher geworfen als verschmissen. Aber wenn du ein bisschen später wirfst, dann können sich natürlich die Defenses, wie so ein X-Bogen, wie so ein Scattershot, die können sich darauf einschießen. Und das ist natürlich an der Stelle nicht so gut. Ich habe dann hier hinten einfach mal einen Magier genommen. Ich glaube, ich habe hier hinten... Habe ich hier hinten noch einen Druiden geworfen auch? Ja, ich habe noch einen Druiden geworfen hier für den Magier. Guck mal, der macht doch alles jetzt, der Magier. Ein bisschen musste ich allerdings auch noch was anderes werfen. Und jetzt laufen die weiter und die ganze Meute läuft, fliegt da hinterher. Sieht ein bisschen witzig aus. War es aber nicht. Und auch hier wieder meine Loons nicht gespielt. Ich glaube, meine 5, beziehungsweise jetzt sind es ja schon 10 Loons hier bei dem CK-Angriffen, die hätten es da nochmal gerissen, ne? Wenn ich die mit zu dem Hund gespielt hätte, mit zu der Blimp gespielt hätte. So ist es halt ein Hätte-Hätte-Fahrradschlauch geworden. Naja, aber wie viel Glück oder Pech muss man haben? Und das, und wie gesagt, das Witzige nach wie vor ist, dass ich mir gar keine Gedanken darum gemacht habe. Und ich habe gedacht, ah ja, komm, unser Clan ist gut am Führen. Ja, so zwingend sind die 3 Sterne nicht und gegen den 15er hier holst du sowieso 3 Sterne. So doll ist er jetzt nicht. Auch wenn der Max ist und ich habe hier mit dem Roll Champion auch noch so Lack, der hittet hier gut an und der macht jetzt halt, der Monolith macht halt eher wenig Schaden gegen den Phönix hier. Der kriegt auch fast den Monolithen down, dann macht er halt recht wenig Schaden. Das kann man immer schön an der Farbe erkennen. Je dunkel lila lala er wird, desto mehr Schaden macht er. Der Monolith macht halt sehr, sehr viel Schaden auf Truppen, die auch viele Trefferpunkte haben, macht weniger Schaden auf Truppen wie der Phönix, wenn er nicht so viele Trefferpunkte hat. Aber ihr seht, Titanin hier schafft das noch ganz easy. Und auch hier habe ich dann gehofft, okay, das können 3 Sterne werden. Hier hinten ist noch mein Babydrache auch aktiv, also entgegengesetzt. Und da hoffst du natürlich, ja, siehst dann aber schon, es könnte ultra eng werden und weißt eigentlich dann schon viele, viele Sekunden vor Ende, okay, da fehlt noch was. Was fehlt hier noch? Ja, ich habe es nicht gesehen. Die olle Queen-Platte hier. Und die hat echt nur einen Bogenschützinnen-Schuss eigentlich, ne? Sehr unlucky. Sehr unlucky. Aber was willst du machen? Ich denke mal, dass es euch auch schon in ähnlicher Weise so passiert. Wenn ja, dann lasst mir ruhig mal einen Kommentar da. Oder unten in der Beschreibung bei mir gibt es auch immer so einen ganz schlauen Link in meinen Drive rein, also in den Google Drive. Da könnt ihr gerne mal, wenn ihr echt auch so einen schicken 99er habt, der so richtig so... Wo ihr euch nicht geärgert habt, weil es wurden gute 92 oder 99 im Hit-Up, aber euch dann doch am Ende geärgert habt, denn wir haben am Ende leider doch noch verloren. Und aber hier unten kann man wirklich ein bisschen eher angreifen, 13 auf 13. Ansonsten hätte ich die hier mit Donnerbengel auch weggemacht. Mit dem habe ich halt auch zu lange gewartet. Irgendwann warte ich auch nicht mehr. Dann mache ich die Bases hier unten halt down und dann müssen die zusehen, dass die Leute hier... Entweder haben sie ein Fähnchen gesetzt und sagen, ich greife 2 Stunden vor Schluss an. Oder aber sie müssen dann halt hit-uppen. Ich hätte jetzt mit Donnerbengel auch hit-uppen müssen auf dem 15er. Das hätte überhaupt nicht funktioniert. Weil nach Prozenten haben wir hier natürlich super, super klar gewonnen. Gerade mit den beiden 99ern hast du natürlich viele Prozente. Scheffelt aber hilft auch nicht. So dolle war der Ball jetzt auch nicht hier. Der ging jetzt gerade so. Aber noch... schießt das kein Scattershot und es ist so halbwegs gefunnelt. Er wird ja jetzt hier gegen den Scatter kommen müssen und ist auch ein weiter Weg hier bis zum Rathaus, weil die gehen ja jetzt erstmal im Uhrzeigersinn rum. Hier unten wird gegengefunnelt mit Kaserne und der Queen. Okay, das ist auch eine coole Kombi, ne? Queen und Kaserne hier unten setzen
Schnell gezündet, dass die Heiler hier mit drin sind. Sehr schön. Finde ich auch eine gute Kombi. Auch habe ich, glaube ich, bei ein oder zwei meinen kleinen Rathausstufen habe ich das auch. Die Kombi mit den Heilern. Auch das ist sehr cool, auch wenn du eigentlich nur zwei Stück hast. Aber am Ende können sie dir, ich will es mal so sagen, den Arsch retten. Ja, also die können dir den Popo retten. Er hat aber noch mehr Heiler ja am Start. Ob das jetzt so sinnvoll ist, noch mehr Heiler. Rootreiter waren hier in der Clanburg drin, beziehungsweise in der Kaserne auch noch drin. Die gehen natürlich erstmal ganz behende durch, haben schon so ein bisschen Beschuss bekommen, aber ihr kennt sie selber, ne? Die Rootreiter, die den Sprungzauber auf jeden Fall nicht nutzen werden, denn die werden einfach nur die Mauern noch weiter aufmachen oder zur nächsten Defense gehen. Also, naja, aber ich denke mal, die Big Boys und die Skelette sollten da hingehen, beziehungsweise die Big Boys und die Hexen. Denn er, so wie ich das sehe, er hatte vier Hexen dabei, hat keine einzige verloren. Sind immer noch alle vier dabei und auch noch am Tanky hier mit den Big Boys, also den großen Skeletten. Das klappte wunderbar. Ist auch wirklich wieder eine tolle Kombination geworden. Und Clash of Clans schafft es auch immer wieder, oder Supercell schafft es auch immer wieder, Truppen, die eigentlich totgesagt waren, plötzlich wieder ins Rennen zu bringen mit irgendwelchen wilden Kombis. Natürlich unter Umständen vorgemacht von den etwas größeren Streamern, die halt auch viel mehr probieren in den Bereichen. Und plötzlich hast du wieder eine Kombi, die hast du früher schon gern gespielt, dann hat es nicht mehr funktioniert. Und jetzt funktioniert sie wieder, weil du sie sowieso schon gespielt hast. Aber auch hier, ihr seht das, die beiden sind auch unbeschadet da durchgekommen. Naja, kein Kommentar will ich mal nicht zusetzen. Naja, wir haben echt Pech gehabt. Wir haben nämlich 9, 98, 80 zu 95, 50. Super gewonnen, nur dieser eine Stern. Und ich habe mir da auch gar keinen Kopf rumgemacht, dass uns ein Stern fehlt, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angegriffen habe, fehlte uns kein Stern. Da waren wir noch am Führen, dass der Gegner hier echt nochmal einen raushaut. Ist so, kannst nichts dran machen. Und wir haben vor allen Dingen auch nur 16 Angriffe. Was natürlich auch doof ist, sehe ich jetzt auch erst gerade. Klar, der Donnerbengel von mir und jemand noch aus dem Stammpersonal hat hier nicht angegriffen. Trotzdem haben wir ein bisschen Bonus gekriegt. Reicht das für zwei Mauern? Jawohl, es reicht für zwei Mauern. Auch da solltet ihr immer das Zeug ausgeben und solltet euch, ich nenne das ja immer so, unattraktiv beim Farmen machen. Denn ihr seid immer attraktiv, wenn die Leute viel Loot bei euch holen können. Aber ihr werdet unattraktiv in der Suche, wenn es bei euch nichts gibt. Deswegen gebt das Zeug ruhig aus und überlasst den Gegner vor allen Dingen nichts. Ich hoffe, diese Unglücks- oder Pech- oder Glücksfolge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ja, du hast recht, mein Chat besteht aber echt nur aus Schlafnasen. Macht aber nichts, ihr könnt ruhig chatten. Ich mache das während der Aufnahme, blue ich das immer aus. Das heißt, man sieht den Chat sowieso nicht. Also ihr hättet auch schreiben können ohne Ende oder ich hätte ihn auch auf nur im Mut setzen sollen. Aber ich meine, es ist Montagabend, es ist immer noch am Auswärmen. Die Leute müssen morgen arbeiten und sind dementsprechend um diese späte Uhrzeit, wir haben es jetzt 23.22 Uhr, auch nicht mehr so unbedingt aktiv. Die Jüngeren sowieso nicht, die müssen ein bisschen eher ins Bett. Die Älteren kommen vielleicht noch später rein, so ein bisschen mache ich ja immer noch. Also ich will immer so die der Mondclash und der Midclash, die sollen mindestens zwei Stunden gehen, wenn nicht sogar drei, aber zwei wären mir schon ganz lieb. Der Freiclash kann dann immer ein bisschen länger gehen. Da erzähle ich euch vielleicht irgendwann mal, warum das unter Umständen so ist. Und aber jetzt hatten wir ja einen Freiclash, der mal richtig lang war. Da haben wir ja mal 5-6 Stunden, glaube ich, gestreamt am Freitag. War auch mal eine coole Sache, hier wirklich bis früh morgens zu streamen. Und von daher, bleibt einfach am Kanal dran. Wenn ihr der Meinung seid, dieses Video hat euch ganz gut gefallen, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und etwas mehr Glück in den Clankriegen als 99% zu machen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Best.